Moin Leute, herzlich willkommen zum Jahresrückblick, zum Filmjahresrückblick 2023. Heute habe ich auch wieder einige hochkarätige Gäste mit dabei, unter anderem den guten Tobi, natürlich von Anderen Cultureverse, den Matti, den ihr alle so sehr schätzt, die gute Little Red Run, aka Jessie, und jemand komplett Neues, den ihr noch nie auf diesem Kanal gesehen habt, der nächstes Jahr auch mit YouTube durchstarten wird. Und dementsprechend würde ich sagen, dass wir dann anfangen mit dem Jahr 2023. Los geht's. Und wenn wir loslegen, machen wir uns zwangsläufig Feinde. Und manchmal sind diese Feinde auf Rache aus. Ja, das Ganze hier wird eine Top 10. Die ersten 5 werde ich einigermaßen schnell abreißen und danach kommen die letzten 5, die 5, die für mich dieses Jahr am meisten gerockt haben. Und wir fangen mit der Nummer 10 dann natürlich an. Dungeons and Dragons, den habe ich tatsächlich auch als erstes in diesem Jahr gesehen, fast. Oder habe ich sogar als erstes in diesem Jahr gesehen. Und ja, Dungeons and Dragons ist im Prinzip genau, wie man sich es vorstellt, wie eine Runde Dungeons and Dragons mit seinen Freunden. Es ist manchmal ein wenig chaotisch, irgendwie aber doch am Ende des Tages sehr sympathisch, einigermaßen lustig, nicht jeder Gag zündet, aber am Ende macht es doch irgendwie Spaß. Jeder kommt zum Zug und am Ende hat man einen ganz sympathischen Film gesehen. Eventuell etwas zu lang, eventuell ein kleines Pacing-Problem in der Mitte, aber ansonsten sehr sympathisch. Dungeons and Dragons auf der Nummer 10. Vermutlich stehen Sie unter Schock. Auf der Nummer 9 haben wir Decisions to Leave oder auch, wie er im Deutschen heißt, Die Frau im Nebel. In diesem Film, neuen Film vom Oldboy-Regisseur, geht es im Prinzip um einen Detective, der sich in eine potenzielle Verdächtige verliebt. Die beiden spielen dann so ein kleines Katz-und-Maus-Spiel. Das ist eine Mischung aus Mystery, Thriller und Romanze. Sehr schön gefilmt, viele kleine Details im Hintergrund, die auch auf die Story zurückzuführen sind, dann im Endeffekt viele kleine psychologische Tricks auch in den Bildern und auch in der Geschichte selber. Insgesamt gesehen ein sehr schöner Film, eine sehr interessante Kombination auch von Genres, die wir hier haben. Schöne Bilder, bisschen zu lang, auch hier ein kleines Pacing-Problem. Vor allem gegen Ende raus verliert er so ein bisschen an Kraft insgesamt gesehen, aber eine sehr schöne Mischung aus diesen Genres. Und ja, kann man sich definitiv mal angucken, wenn man, vor allen Dingen auch, wenn man mal ins koreanische Kino einsteigen möchte. Meine Nummer 9, Decisions to Leave. Glaubst du, deine Frau kann dich hören? Nein. Wieso tust du es dann? Vielleicht irre ich mich. Ja, kommen wir zur Nummer 8. Die Nummer 8 ist tatsächlich ein Film, der jetzt schon mehrere Mal fortgesetzt wurde. Der erste Film dieser Reihe war eine komplette Überraschung, kam aus dem Nichts und hat die Action-Kinowelt im Sturm erobert, könnte man sagen. Es geht natürlich um keinen geringeren als Babai oder auch Baba Yaga oder auch John Wick. Stimmt es, dass du meinen Sohn geschlagen hast? Ja, Sir, das habe ich. Darf ich fragen, warum? Ja, weil er John Wicks Auto gestohlen hat, Sir. Und weil er seinen Hund getötet hat. Oh. John Wick 4 ist jetzt im Prinzip vorerst, eventuell das letzte Mal am Start, hat einige neue Charaktere jetzt mit eingeführt, unter anderem auch einen sehr, sehr coolen Donnie Yen als ehemaligen Kollegen und auch Freund von John Wick, ein blinder Assassine, der hier wieder neuen frischen Wind mit reinbringt, dadurch, dass er halt eine Einschränkung hat und diese so ein bisschen umgehen muss mit Tricks. Finde ich das schon sehr cool, vor allem Donnie Yen selber ist ja auch sehr agil, sehr athletisch, sehr krass drauf. Der kann ja auch selber Mixed Martial Arts, dementsprechend hier sehr, sehr interessant und ja, auch wieder sehr viele interessante kreative Actionsequenzen, unter anderem die ja, Autosequenz am
Triumphbogen oder auch die Dragon's Breath-Szene. Jeder, der den Film gesehen hat, weiß wahrscheinlich, was ich meine. Dementsprechend das schon mal sehr, sehr interessant. Wir sehen noch mal mehr von der Unterwelt. Wir haben hier mit dem Marquis, gespielt von Bill Skarsgård, einen neuen Bösewicht, der sehr schön ekelhaft ist. Neue Ideen, neue Regeln, neues Management. Und ja, insgesamt gesehen sehr, sehr schöner vierter Teil. Bisschen zu lang auch hier wieder. Irgendwie ist das so ein Trend dieses Jahr gewesen, dass die meisten Filme irgendwie zu lang waren. Man das Ganze ein bisschen zu weit ausgespielt hat. Deswegen verliert es gegen in der Mitte auch hier wieder so ein bisschen an Kraft. Wir haben auch einige Moves, die sich immer wieder wiederholen, die dann so ein bisschen ermüdend wirken auch. Ja, Stichwort auf den Boden rollen und irgendwie Grappling durchziehen. Aber im Endeffekt ein schöner vierter Film, vierter Teil. Und das eine Reihe tatsächlich mit ihrem vierten Teil immer noch zu begeistern, weil es ist ja eh schon mal etwas Gutes. Dementsprechend John Wick 4, meine Nummer 8. Wird irgendjemand jemals die Wahrheit darüber erzählen? Kommen wir jetzt mit der Nummer 7 dann zu einem Film, der sehr viel Furore in diesem Jahr ausgelöst hat, dadurch, dass er halt von einem Regisseur ist, der eine kleine Fangemeinschaft hinter sich versammelt hat, nach all den Jahren, könnte man sagen. Und zwar reden wir jetzt über Oppenheimer. Der Film an sich über den Vater der Atombombe ist auch hier sehr interessant gemacht. Wir sehen hier Cillian Murphy in der Hauptrolle, der das Ganze fantastisch spielt. Generell alle Schauspieler in dem Film eigentlich sehr gut aufgelegt, machen ihren Job sehr, sehr gut. Auch die Bilder teilweise von Christopher Nolans Stammkameramann heute von heute mal wieder sehr, sehr krass. Auch, dass sie die ganze Zeit halt die IMAX-Kameras durch die Gegend geschleppt haben, die ja gefühlt eine Tonne wiegen und ultra teuer sind. Auch sehr cool. Ja, wie gesagt, wir haben schöne Bilder. Wir haben hier teilweise auch sehr schönen Sound tatsächlich dann. Ne? Stichwort Trinity Test oder auch das Fehlen von Sound. Ja, die schauspielerische Leistung ist sehr gut. Die Geschichte von Oppenheimer generell ist sehr interessant natürlich auch. Und das, was ich dem Film aber so ein bisschen ankreiden muss, ist halt das, was viele an Christopher Nolan immer als Schwäche sehen. Und das ist dann hier die Kühle, die Kälte, das Fehlen von Emotionen in seinen Filmen, dass das Ganze sehr kühl runtergedreht ist meistens. Auch hier haben wir wieder sehr wenig Emotionen mit drin gefühlt. Gerade die Frauenfiguren kommen mir halt echt ein bisschen zu kurz. Generell eigentlich die meisten Nebenfiguren. Innerhalb der 3 Stunden sehen wir sehr, sehr viele verschiedene unterschiedliche Figuren, die aber echt, ja, zu kurz kommen. Dementsprechend ist halt hier so ein bisschen die Frage, sind die 3 Stunden richtig gerechtfertigt, wenn du eigentlich gar nicht so super viel zu zeigen hast oder auch zu viele Figuren hast für den Film, denen aber eigentlich keinen Raum geben willst, weil dadurch wirkt das Ganze ein bisschen ermüdend. Dadurch, dass du halt dieses Schrotflintenprinzip hast. Man wird im Prinzip mit Informationen beschossen und mal gucken, was hängen bleibt. Dementsprechend die Frage, hätte man das Ganze nicht vielleicht nochmal länger machen sollen? Halbe Stunde, Stunde, um auch den Charakteren, die vorkommen, ein bisschen mehr Raum zu geben, ein bisschen mehr Luft zu geben, damit das Ganze nochmal interessanter wirkt. Oder hätte man das Ganze kürzen sollen? Ja, ein paar Charaktere rausnehmen, wenn die im Endeffekt eh nicht so viel Zeit kriegen. Und dadurch das Ganze nochmal ein bisschen straffen, das Pacing nochmal ein bisschen besser vielleicht hinkriegen. Wer weiß. Das ist zumindest für mich so ein Problem gewesen bei Oppenheimer. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, Cillian Murphy wird hoffentlich auch dann den Oscar für den besten Hauptdarsteller gewinnen. Mir fällt jetzt gerade aus dem Kopf tatsächlich keiner ein, der das eher verdienen würde, weil viele Filme ja auch dieses Jahr in Deutschland erschienen sind, die schon letztes Jahr in den USA erschienen sind und dementsprechend schon Oscars bekommen haben teilweise. Und deswegen Oppenheimer für mich in Anführungsstrichen nur auf der Nummer 7. Jeder kann die Maske tragen. Aber wie du sie trägst, darauf kommt es an. What's up, Danger? Miles! Willst du hier raus? Oh, Gwen? Ja. Auf der Nummer 6 haben wir die Fortsetzung eines Animationsfilms, eines speziellen Animationsfilms, der eine Superheldenfigur wieder interessant gemacht hat, könnte man sagen. Wir hatten ja viele Jahre jetzt Tom Holland als Spider-Man, aber
wie ich finde, ist momentan der interessantere Spider-Man Miles Morales. Und deswegen ist auch Across the Spider-Verse für mich auf der Nummer 6. Wir haben hier halt dieses Motto, okay, dein nächster Teil muss größer, muss nochmal schneller werden, muss krasser werden. Das haben wir hier auch. Allerdings verliert sich der Film nicht so darin. Wir haben hier tatsächlich viele Figuren, die gezeigt werden. Die wichtigsten Figuren kriegen auch ihren Raum, um sich zu entfalten. Gerade auch der, in Anführungsstrichen, Bösewicht des Films, der wird hier eigentlich ganz schön beleuchtet. Die Animationsqualität ist wieder der Wahnsinn. Die Produktionsumstände sollen leider tatsächlich schwierig gewesen sein, ja, mit Crunch, also mit Überstunden unter anderem, teilweise wohl auch schlechter Bezahlung. Na, dementsprechend da nochmal eventuell ein Auge drauf haben, dass das im Hintergrund auf jeden Fall sehr, sehr schwierig ist. Die Geschichte an sich von Miles Morales, der sich von diesen Werten von Spider-Man und dieses, man muss etwas opfern, um auch wirklich Spider-Man zu sein, wird hier ja so ein bisschen thematisiert, was auch sehr interessant ist, weil wir bei Tom Holland oft einfach keine Opfer hatten oder die waren halt sehr gestellt. Stichwort No Way Home. Ja, und so eigentlich ein guter Film, der gegen Ende leider nicht den richtigen Absprung gefunden hat, meiner Meinung nach. Insgesamt gesehen ein sehr rasanter Film, der ein echt guter zweiter Teil ist für eine, ja, Trilogie, die dann halt eben mit ihrem dritten Teil, der dann vielleicht nächstes Jahr schon kommt, 2024 dann auch seinen Abschluss findet. Und erst dann können wir auch schlussendlich wirklich sagen, was der zweite Teil denn für eine Qualität hat. Im Moment für mich Across the Spider-Verse erstmal nur auf der Nummer 6. Ich war gestern tatsächlich noch einmal drin in Godzilla Minus One, der Nachfolgefilm zu Shin Godzilla, der, vielleicht wissen es einige auch, mittlerweile sogar zu meinem Lieblings-Godzilla-Film geworden ist, ja, rein aus filmischer Sicht tatsächlich. Und ja, hier hat man jetzt im Prinzip wieder das versucht, was gerade auch den amerikanischen Filmen angekreidet wird, dass halt die Figuren zu viel Raum bekommen, aber nicht interessant genug sind. Hier hat man das Ganze versucht, so ein bisschen anders zu machen. Man hat den Charakteren Raum gegeben, man hat ihnen auch eine Story gegeben, die sehr interessant ist, gerade auch diese Thematik mit der Familie innerhalb dieses traumatischen Erlebnisses, dieser traumatischen Zeit, dieser schweren Zeit, ist sehr interessant. Godzilla ist hier eher eine Metapher für halt ein Kriegstrauma, dass das Japan oder auch eben halt dem Hauptcharakter in diesem Fall nicht loslässt so wirklich und was ihn halt immer wieder heimsucht. Generell seine Taten, seine verpassten Chancen, sowas dann in der Richtung. Gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite aber, wie gesagt, schon die Familie, die für die Hoffnung steht, die Hoffnung für ein Leben nach dem Krieg im eigenen Kopf auch. Und das ist hier eigentlich ganz schön eingefangen. Wir haben ja auch Godzilla, der wieder sehr gut aussieht, gerade für das Budget von weniger als 15 Millionen Dollar. Wie gesagt, sieht sehr gut aus. Das Einzige, was vielleicht nicht ganz so gut aussah, war halt das Wasser, wenn Godzilla durchs Wasser durchschwimmt. Wir haben hier einen Atomic Breath, der eine Reminiszenz ist an die Atombomben selber, an Atomwaffen, was auch sehr interessant ist, gerade auch mit dem Fallout, der dazukommt, in dem Fall Stichwort schwarzer Regen, oder eben auch dann mit dem Mal, was wir am Ende sehen. Definitiv sehr interessant, kommt für mich aber nicht ganz an Shin Godzilla ran, was halt dieses Zynische angeht, dieses sehr Böse, dieser sehr, sehr böse Blick auf die Menschheit fast schon, den Hideaki Anno immer mitbringt, genauso wie diese psychologische Komponente, die halt Shin Godzilla auch mitgebracht hat, vor allen Dingen auch bei Godzilla selber, was ich sehr überraschend und sehr, sehr cool fand. Die Inszenierung des Atomic Breaths selber ist auch nochmal besser, würde ich sagen, als in Godzilla Minus One. Die ist sehr viel, ja, manche würden es Azi-Fazi nennen. Aber ich fand halt die Zusammensetzung hier von dem Bild und auch der Musik, dem, was wir sehen und was wir hören, halt sehr schön. Vor allen Dingen, weil beides halt Hand in Hand geht
und den Charakter Godzilla überhaupt einen Charakter gibt und den auch weiter ausbaut. Dementsprechend für mich Godzilla Minus One ein sehr guter Film dieses Jahr gewesen. Allerdings nicht ganz so gut wie Shin Godzilla und für mich auf Platz Nummer 5. Was geschieht hier? Das muss ein Traum sein! Das ist doch völlig verrückt! Sota? Oh Mann! Das wird eine gefährliche Reise. Du solltest nicht mitkommen. Ist ja nicht so, als ob uns eine Wahl bleibt. Auf der Nummer 4 wieder ein Animationsfilm, in dem Fall ein Anime-Film von dem Macher von Weathering With You oder auch Your Name. Heute auf der Nummer 4 Suzume. In dem Film geht es um das namensgebende Mädchen, welches schon in frühen Jahren seine Mutter verloren hat und jetzt im Prinzip so ein bisschen auch immer noch damit hadert in älteren Jahren. Sie ist 17 Jahre alt mittlerweile. Und eines Tages sieht sie aber einen jungen Mann auf dem Weg zur Schule, der sie nach einem verlassenen Ort innerhalb ihrer Stadt fragt. Und irgendwie lässt sie dieser Typ nicht los. Sie verfolgt ihn und findet dann mitten im Nirgendwo im Prinzip, beziehungsweise innerhalb von Ruinen, eine verschlossene Tür. Diese findet sie so interessant, dass sie tatsächlich hingeht, diese öffnet und etwas sieht aus ihrer Vergangenheit, was sie gerne wiederhaben wollen würde, dabei aus Versehen eine Katastrophe auslöst und so nun damit betraut ist, mit dem jungen Mann zusammen im Prinzip Japan zu retten, da eine ja übernatürliche Katastrophe jetzt droht, die ganze Insel zu zerstören, zu versinken, und dementsprechend muss Suzume jetzt mit dem jungen Mann losziehen, um alle Türen, die sich in Japan noch verstecken, zu schließen und zu versiegeln. Das Problem ist nur, dass der junge Mann halt in einen Stuhl gesperrt wird, beziehungsweise in einen Stuhl verwandelt wird, den Suzume noch aus ihrer Kindheit kennt. Einen dreibeinigen Stuhl, lustigerweise. Und so ziehen die beiden halt los. Einmal Suzume und einmal der dreibeinige Stuhl, um halt diese Türen zu schließen. Sehr, sehr schön animiert. Die Story hat mir auch sehr gut gefallen. Gerade dieses durchgeknallte Aspekt mit dem dreibeinigen Stuhl, ja, dass der im Prinzip auch jetzt ein eigener Charakter ist. Hat mich so ein bisschen an die alten Pixar- und Disney-Filme erinnert, wo man ja auch immer so einen Charakter hat, der nicht ganz knusper war, der dann aber dem dann immer wieder auch schöne emotionale Momente zuteil wurden. Hier ist es genauso. Gerade auch gegen Ende werden noch Charaktere eingeführt, Stichwort Satoru Gojo, der Synchronsprecher natürlich, nicht die Figur selber. Ich hatte gar nicht vor, herzukommen. Boah, du siehst ja kacke aus. Das zeige ich denen im zweiten Jahr. Die halt auch sehr, sehr cool sind. Alle Charaktere sind sehr schön geschrieben. Die Story an sich ist sehr interessant. Wir kriegen am Ende noch einen Kaiju-Kampf. Sehr viel Mystik halt drin, sehr viel Folklore auch. Das hat mir sehr gut gefallen. Und insgesamt gesehen, Suzume, ein sehr, sehr schöner Animationsfilm, nicht nur für Kinder, sondern eher tatsächlich, würde ich sagen, für Erwachsene oder Ältere, weil halt die Themen teilweise auch ja ein bisschen ernsterer Natur sind. Dementsprechend Suzume für mich auf der Nummer 4. Ich habe Angst, dass sie vergessen hat, was für ein wundervoller Mensch sie ist. Ich will nur, dass sie eines Tages ein gutes Leben hat, in dem ihr Menschen wichtig sind und dass sie zufrieden dabei sein wird. Und schon sind wir in den Top 3 angekommen. Schnell ging's. Auf der Nummer 3 haben wir die Rolle, die Brendan Fraser wieder auf die Karte von allen gebracht hat. Die Comeback-Rolle von Brendan Fraser, könnte man sagen, nämlich The Whale. Hier spielt er einen Mann, der eigentlich eine Familie hat, allerdings sich in einen seiner Schüler verliebt hat, mit dem dann im Prinzip durchgebrannt ist und leider genau seine große Liebe dann verloren hat. Und das hat ihn im Prinzip so sehr traumatisiert, dass er sich halt in ein Ventil geflüchtet hat. Normalerweise in vielen anderen Filmen wäre es jetzt der Alkohol gewesen, hier war es das Essen. Jedes Mal, wenn er gestresst ist oder wenn er wieder an die an dieses Trauma, was ihn dann halt ereilt hat, erinnert wird, fängt er halt an zu essen. Das geht so weit, dass er halt mittlerweile dann kurz davor ist, auch zu sterben. Und bevor er dann aber wirklich
ja, die Welt verlässt, möchte er im Prinzip mit seiner Familie, in dem Fall mit seiner Tochter, noch Frieden schließen, sie weiter kennenlernen und eine sehr, sehr schöne Geschichte, die auch echt krass gefilmt ist. Also hier muss man, sollte man schon ein wenig resistenter sein gegen die traurigen Themen, die hier halt auch angesprochen werden. Das Schauspiel von Brendan Fraser ist sehr gut. Sogar durch diese Maske halt im Prinzip durch. Wir haben hier dann auch noch seine Tochter, die ebenfalls ganz gut spielt. Sie spielt halt einen sehr wütenden Teenager im Prinzip, der es hasst, zur Schule zu gehen, der es hasst, halt zu schreiben. Was gerade für Brendan Fraser natürlich schlimm ist, weil er ist ja ein Lehrer für Lyrik. Macht das Ganze halt über seinen Laptop, einen Fernkurs, weil er sich halt aus seinem Haus nicht mehr bewegen kann. Und dementsprechend ist das für ihn sehr schlimm. Er will ihr dabei helfen, halt ihre Liebe fürs Schreiben wieder zu entdecken. Und gleichzeitig, ja, hat er natürlich seine gesundheitlichen Probleme, will sich aber auch mit seiner Ex-Frau wieder versöhnen, so ein bisschen. Und so haben wir halt hier viele verschiedene Themen halt mit drin. Wie gesagt, sehr, sehr traurig. Muss man auf jeden Fall mit klarkommen. Schöne schauspielerische Leistung haben wir hier. Ein Film, der sich im Prinzip eigentlich nur in der Wohnung von Brendan Frasers Charakter hier abspielt. Und ja, ich will eigentlich gar nicht viel mehr verraten, denn alles andere könnte euch eventuell den Film so ein bisschen versauen. Dementsprechend will ich gar nicht weiterreden. The Whale, Platz Nummer 3. Ich mache mir Sorgen. Sie zieht sich immer mehr in sich zurück. Wollen Sie beim Maskenspiel mitmachen, dienen Sie erstmal dem Komponisten. Unterwerfen Sie sich ihm. Ihr Ego, ja? Ihre Identität. Ja, auf Platz Nummer 2 haben wir jetzt einen Film über eine Komponistin, nee, eine Dirigistin, die halt der erste weibliche Dirigent im Berliner Orchester ist innerhalb des Films. Also schon eine sehr wichtige Rolle, eine sehr tragende Rolle, die sie oberflächlich zu sehen auch sehr genießt. Lydia Tarr wird hier gespielt von Cate Blanchett, die das Ganze auch sehr, sehr gut macht. Und so muss sie sich halt auseinandersetzen mit diesem Ruhm, den sie hat innerhalb der Musikszene, der gehobenen Musikszene. Kann sie dem Ganzen standhalten? Was macht der Ruhm mit einem? Und kann man dem Ganzen auch standhalten oder zerbricht man daran? Vor allen Dingen, ne? Man kennt es ja auch von anderen Stars im Endeffekt, ne? Entweder man kommt damit klar, man zerbricht daran, man trifft dumme Entscheidungen aufgrund dessen, dass man denkt, man ist quasi unsterblich, unantastbar. Und das haben wir hier auch als Themen. Gleichzeitig hat Lydia Tarr allerdings auch eine Frau und ein Kind, was dann auch noch gehandelt werden muss. Sie jettet also nicht nur um die Welt und gilt als absolute ja, Musikexpertin im Prinzip. Sie schreibt auch noch ein Buch. Sie will auch noch eine neue Live-Aufnahme von einem Stück einspielen lassen und hat gleichzeitig auch noch ihre Familie. Und wird das Ganze zu viel? Kann sie das Ganze ertragen oder zerbricht sie, wie gesagt, an den Ganzen? Und ja, auch hier will ich tatsächlich gar nicht so viel verraten, weil alles, was ich euch jetzt verraten würde, wird euch genauso wie bei The Whale so ein bisschen den Film eventuell dann versauen. Ihr müsst eigentlich nur wissen, er ist sehr lang, ja. Und auch in der Mitte könntet ihr euch manchmal denken, boah, jetzt ne, komm mal auf den Punkt. Bleibt aber bis zum Ende sitzen. Es wird sich definitiv lohnen. Achtet auf den Hintergrund, mein Tipp. Und ja, erfreut euch an dem echt krassen Schauspiel von Cate Blanchett. Ne? Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Schaut euch einfach Tar an. Geht 2,5 Stunden. Wie gesagt, haltet durch. Ihr werdet am Ende dafür belohnt. Ja, und jetzt kommen wir tatsächlich schon zu meinen Gästen, bevor wir dann auf meine Nummer 1 kommen. Wie gesagt, diesmal sind wieder einige mit dabei. Und ja, ich will gar nicht weiterreden. Jetzt kommen erstmal meine Gäste und los geht's. Hallo Leute, willkommen zu Mattis Meinung. Seid gegrüßt. Hi Leute, und euch wurde wieder eingeladen, meinen Senf dazuzugeben, was denn nun der beste Film für das Jahr 2023 ist und was die beste Serie ist.
Ja, filmtechnisch ist ja ein bisschen was passiert dieses Jahr, aber mein absoluter Favorit, weil ich die Vorteile oder die Teile vorher schon sehr gut fand und den jetzt als krönenden Abschluss empfunden habe, ist der Equalizer-Film, Equalizer 3. So bin er natürlich dabei mit dem starken Denzel Washington, der hier wieder einen sehr guten Job macht und der nochmal ordentlich aufräumt. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch an. Lohnt sich wirklich. Ich fand den super, die Mischung aus. Ich will Frieden und muss nochmal Krieg führen. Das ist jetzt zwar kein neues Konzept, aber funktioniert sehr, sehr gut in dem Film. Ja, kann ich nur empfehlen. Schaut euch den an. Mein stärkster Film 2023 bisher. Film fürs Jahr 2023 ist eben auch mein Überraschungshit. Der liebe Pandaman hat mir das schon öfter erzählt, beziehungsweise hast du, lieber Panda, mir schon öfter gesagt, Tobi, schau dir doch mal den Fantasy-Film Dungeons and Dragons an. Und ich dachte mir so, oh, Dungeons and Dragons, auch noch mit Chris Pine, und dann ist das alles so lustig und so goofy und irgendwie, da, keine Ahnung. Ich habe mich da nicht wirklich rangetraut, bis ich dann eben in Urlaub geflogen bin und mir gedacht habe, komm, hast jetzt irgendwie noch so 3 Stunden Flugzeit, also kannst du dir den Film ja mal reinziehen. Und ich muss wirklich sagen, Dungeons and Dragons macht nahezu alles richtig. Das Ding sieht unfassbar gut aus. Ich fand das CGI auch sehr, sehr hervorragend. Ich fand generell die Sets haben mir sehr gut gefallen. Chris Pine hat Spaß gemacht und auch sogar hier Michelle Rodriguez, die man ja ungefähr so ausdrucksstark kennt. So, sogar die hat hier in dem Film mal einen anderen Ausdruck auch vorher gebracht. Und das war schon alles ziemlich cool gewesen. Noch dazu hat die Geschichte funktioniert. Das ist jetzt keine komplett Oscar-reife Geschichte im Hintergrund. Das ist eine typische 0815 Fantasy-Geschichte. Aber das erwartet man dann irgendwo auch. Und diese Geschichte wird tatsächlich auch sehr gut erzählt. Ich will jetzt hier nicht zu viel vorwegnehmen. Es gab ein, zwei Sachen, wo ich mir gedacht habe, da wurde das Ganze jetzt irgendwie ein bisschen in die Länge gestreckt. Allerdings muss ich wirklich sagen, ich freue mich drüber, dass man jetzt wohl doch überlegt, Teil 2 davon rauszubringen. Und ich kann jedem Fantasy-Fan auf jeden Fall nur ans Herz legen. Guckt euch Dungeons and Dragons an. Der macht unfassbar viel Spaß. Und das sind auf jeden Fall jetzt meine Empfehlungen für dieses Jahr. Einmal die Serie Hey Jack und einmal eben der Film Dungeons and Dragons. Hallihallo, ihr Lieben. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin die Jessie, aka Little Red Rum, und ich habe die Ehre, euch heute mein Jahreshighlight 2023 vorzustellen. Erstmal vielen lieben Dank, Pandaman, dass ich hier mitmachen darf. Es ist mir eine Ehre. Und ich will auch gar nicht lange rumschnacken. Es gab tatsächlich dieses Jahr einige Filme, die mich aus dem Kinosessel gehauen haben und die ich sehr genossen habe. Darunter vermutlich bei vielen in den Top-Platzierungen Oppenheimer. Natürlich fand ich auch Guardians of the Galaxy 3 toll oder erst kürzlich den neuen Tribute von Pan im Film. Aber ich möchte über keinen dieser Filme sprechen, deswegen weg damit. Diejenigen unter euch, die vielleicht schon mal sich auf meinen Kanal verirrt haben, weiß, ich liebe Horrorfilme. Ich lebe für Horror und deswegen, ich hätte es mir nicht verzeihen können, wenn ich nicht einen Horrorfilm in dieses Video reinbringe und ein bisschen Gruselstimmung verbreite. Und ich habe lange geschwankt, für welchen Film ich mich entscheide, da ich tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich drehe, auch selber noch nicht weiß, welchen Film ich in meinem eigenen Jahresrückblick auf die Eins setze. Aber ich habe mich für einen Film entschieden, der aus einer Filmreihe stammt, die mich sehr bewegt hat, für die mein Herz brennt und die ich immer wieder bis aufs Blut verteidige. Es ist ein großer Horrorbösewicht dieses Jahr unerwartet, meiner Meinung nach, zurück auf die Kinoleinwand gekehrt. Und das ist John Kramer, aka Jigsaw. Ich möchte über Saw X sprechen. Für mich der Horrorfilm, der mich emotional tatsächlich am meisten bewegt hat. Denn Leute, hier wird's persönlich. Das ist wohl der Saw-Film, der meiner Meinung nach am meisten tatsächlich John Kramer als Charakter in den Fokus rückt. Und ich habe es schon einige Male in meinen eigenen Videos erwähnt. Ich liebe John Kramer als Charakter. Tobin Bell rockt diese Rolle seit Jahren. Und deswegen fand ich es wirklich toll, auch mal ein bisschen mehr von John Kramer tatsächlich zu sehen. Denn in den meisten Saw-Filmen, wo er zwar auch im Fokus ist, spielt er ja doch eher eine, ich will nicht sagen eine geringere Rolle, aber er hat nicht so viel Screentime. Und hier hat er, oh hell, a lot Screentime. Die Fallen sind mal wieder von absolut gemein bis spannend inszeniert, da machbar. Also hier gibt es wirklich eine Balance zwischen, wo ich sage, das hätte ich im Leben nicht geschafft, da wäre ich draufgegangen, bis hin zu ist gemein,
aber schaffbar. Und das fand ich besonders spannend, da man wirklich auch Fallen hat, wo man nicht von Beginn an weiß, okay, der geht sowieso drauf. Nein, es waren auch Fallen dabei, die durchaus schaffbar sind und dennoch sehr schmerzhaft aussahen. Deswegen habe ich wirklich mit jedem einzelnen Charakter auch gewisserweise mitgefiebert und fand wirklich Saw X als Kinoerlebnis einfach nur toll. Und mein Saw-Herz hat es sowieso berührt, denn der erste Saw-Film, den ich im Kino sehen konnte, weil erst da alt genug, war der 8. Film, Jigsaw, von dem ich bekanntlich absolut kein Fan bin, geschweige denn von Spiral. Deswegen war es für mich auch wirklich gelungen, dass ich mal einen guten bis genialen Saw-Film auch auf der großen Kinoleinwand sehen kann. Deswegen geht mein Videobeitrag für deinen Jahresrückblick, Pandaman, über Saw X. Game over. Wir stellen uns eine Zukunft vor. Und unsere Vorstellungen schockieren uns. Hallo, mein Name ist Kaya und ich stelle euch heute meine persönliche Nummer 1 in diesem, wie mir scheint, doch eher tristen Kinojahr vor. An dieser Stelle auch noch einmal lieben Dank an den Panda für die Möglichkeit, an diesem kleinen Projekt zu partizipieren. Und jetzt zum Film. Christopher Nolans imposantes Biopic, basierend auf der rund 600 Seiten langen Biografie American Prometheus von Kai Bird und Martin J. Sherwin, präsentiert uns auf beeindruckende Weise die komplexe Persönlichkeit des Physikers und Vaters der Atombombe, J. Robert Oppenheimer, hier verkörpert durch den famosen Cillian Murphy. Die cineastische Aufbereitung rund um die Entstehung der Atombombe und ihre tragenden Gesichter ist nicht nur technisch brillant, sondern auch von einer tiefgreifenden moralischen Reflexion durchzogen. Die Verwendung vornehmlich praktischer Effekte, ganz im Stile Nolans, verleiht dem Werk eine bemerkenswerte Authentizität, die es dem Publikum erst ermöglicht, sich unmittelbar in die historischen Ereignisse hineinzubegeben und die gesamte Tragweite der atomaren Entwicklung nicht nur visuell, sondern auch in gewisser Weise physisch mitzuerleben. Speziell lässt sich dies anhand der Trinity-Test-Szene aufzeigen, die durch das schier perfekt abgestimmte Zusammenspiel von Bild und Ton von einer unvergleichlichen Intensität geprägt ist, die so zumindest in meinem Fall eine tiefe Schwere und Spannung im Kinosaal erzeugte, begleitet von einer bedrückenden Stille, die sich noch über die gesamte Sequenz hinweg erstreckte und so für mich einen einzigartigen Moment schuf, der mir noch einmal in aller Deutlichkeit aufzeigte, was die große Leinwand alles zu leisten vermag. Die Kernspaltung nicht nur als physikalisches Prinzip, sondern auch als metaphorischer Faden durchzieht den Film auf faszinierende Weise. So finden wir das Thema der Spaltung in unterschiedlicher Form wieder. Zum einen die innere Spaltung, der Konflikt Oppenheimers, als die Bomben über Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden, aber auch die Spaltung ganzer Szenen, die durch Zeitsprünge quer durch die 30er, 40er und 50er Jahre wieder neu fusioniert werden. Nolans bildgewaltige Inszenierung von Oppenheimers Leben, seine Rolle im Manhattan Project, die vielen tragenden Charaktere und die Einführung in die faszinierende Welt der Atome macht deutlich, dass der Film nicht nur ein bloßes Biopic darstellt, sondern auch eine tiefgehende Reflexion, zum einen über die ethischen Verantwortlichkeiten wissenschaftlicher Köpfe gegenüber der Gesellschaft, aber auch den Missbrauch respektive die Instrumentalisierung durch politische Machthaber vornimmt. Diese Erweiterung der Perspektive, die eben nicht nur als bloße historische Fußnote behandelt wird, verleiht dem Film eine zeitlose Relevanz und macht ihn speziell in Anbetracht der gegenwärtigen globalen Lage zu einer eindringlichen Mahnung, die ethischen Dimensionen von Wissenschaft, die noch immer währende Bedrohung durch Atomwaffen und das Handeln politischer Akteure immer wieder kritisch zu hinterfragen.
Oppenheimer ist somit nicht nur ein technisch beeindruckender Film, sondern auch ein intellektuell anspruchsvolles Werk, das durch die gelungene Verbindung von grandiosem Schauspiel, hohem Anspruch an die wissenschaftliche und historische Genauigkeit als auch der moralischen Perspektive eine einzigartige und nachhaltige filmische Erfahrung bietet. So, das war's dann mit euch. Jetzt kommen wir zu meiner Nummer 1. Meine Nummer 1 ist letztes Jahr schon in den USA gestartet, dieses Jahr dann auf Disney Plus. Da könnt ihr das Ganze auch immer noch streamen. Hier in Deutschland gestartet, ich meine mal Februar war das, glaube ich. Ein Film, der eigentlich eine sehr simple Grundstory hat. Und zwar geht es um den Film The Banshees of Inisherin. Oder Inisherin. Verzeiht mir die Aussprache, falls falsch ist. Und zwar geht es hier im Prinzip um zwei Freunde. Zwei befreundete Landwirte sind es, meine ich sogar. Die eigentlich Best Buddies sind, aber eines Tages entschließt sich halt der eine nichts mehr mit dem anderen zu tun haben zu wollen. Und der halt im Prinzip übrig bleibt, fragt sich, warum habe ich irgendwas getan? Warum willst du mit mir nichts mehr zu tun haben? Reagiert auch immer sehr, sehr genervt, sehr aggressiv auf die Nachfragen. Habt ihr euch gezankt? Haben wir uns gezankt? Habt ihr euch gezankt? Ich glaube nicht, dass wir uns gezankt haben. Und so ist halt im Prinzip dann auch die Geschichte aufgebaut, dass dann in dem Fall, ja, der eine von beiden dann jetzt herausfinden muss, warum willst du mit mir nichts mehr zu tun haben? Habe ich irgendwas gemacht? Hast du vielleicht irgendwas gemacht? Was ist hier los? Im Hintergrund haben wir dann immer noch den irischen Bürgerkrieg, der das Ganze so ein bisschen dann auch im Hintergrund dann nochmal in Anführungsstrichen untermalt und die Stimmung der beiden auch so ein bisschen aufzeigt. Gleichzeitig haben wir dann auch tatsächlich eine Banshee hier drin. Das Ganze ist so ein bisschen dann natürlich sehr dialoglastig, ne? Und ein Film, der erstmal am Anfang durch seinen schwarzen Humor schon sehr viel Spaß macht und dann gegen Ende immer tiefgründiger wird tatsächlich, weil dann auch die Frage aufkommt, wenn ich mein Leben einfach nur lebe, verschwende ich es dann nicht eigentlich? Muss ich nicht irgendwas erreichen, damit irgendwas von mir übrig bleibt? Ist es wichtig, dass was von mir übrig bleibt? Soll man sich an mich erinnern durch meine Taten oder durch meine Errungenschaften? Oder reicht es nicht auch einfach, wenn ich bei den Menschen, die ich mag, erinnert werde oder in Erinnerung bleibe als ein guter Mensch? Das sind so Themen, die halt mitschwingen. Wie geht's, vertanzt? Tanzt mit deinem Hund oder was? Warum bist du hier? Ich wollte bloß die Tür eintreten und dich anscheißen. Und halt eben auch, wie manche Beziehungen dann im Prinzip so auseinandergeraten können, dass man ja fast schon feindschaftlich einander ist und dass man sehr aggressiv aufeinander reagiert, das Ganze ausarten kann und sogar auch noch andere verletzen kann, theoretisch. Also so ein bisschen dann auch eine Beziehung, die sehr toxisch wird, theoretisch, und das, wie das Umfeld dann das dann auch noch mit abbekommt. Sehr, sehr krass gegen Ende hin, fängt sehr witzig an, wird sehr düster gegen Ende. Ich habe Folgendes beschlossen. Ich habe eine große Schere daheim. Ich werde jedes Mal, wenn du mich ab jetzt belästigst, zu dieser Schere greifen. Und dann schneide ich mir einen Finger damit ab. Aber ich... Sei still, sei jetzt einfach mal still. Ja. Ja, ein Film, über den ich tatsächlich auch noch ein paar Tage danach noch drüber nachgedacht habe. Und das ist für mich auch immer ein gutes Zeichen, dass es ein guter Film ist, wenn ich auch nach dem Film, mehrere Tage nach dem Film, auch noch drüber nachdenken will, nachdenken muss. Dementsprechend The Banshees of Inisherin für mich auf der Nummer 1. Ja. Umpa, lumpa, dumpididu, jetzt wird es tragisch, hören Sie zu. Das war tatsächlich dann auch schon das Kinojahr 2023, wie ich finde, tatsächlich ein, ja, nicht super schlechtes Jahr, aber auch kein super gutes Jahr. Also gefühlt so ein bisschen enttäuschend schon, weil viele Filme dabei waren, bei denen ich mir erst dachte, hey, das könnte ja was werden, zum Beispiel ein Napoleon. Und im Endeffekt war es dann aber für mich so ein bisschen ein Rohrkrepierer. Und so ging es mir halt bei einigen Filmen dieses Jahr, bei denen ich mir dann dachte, ey, guter Regisseur, interessante Geschichte, mal schauen. Oder auch, hey, guter Trailer, mal schauen. Und im Endeffekt war es dann aber nicht mehr als vielleicht ein 2,5- oder 3-Sterne-Film.
in Letterboxd-Wertung gesprochen. Dementsprechend sehr, sehr schade. Ist auch ein sehr emotionsloses Jahr gewesen, finde ich. Weil, ich weiß nicht, dieses Jahr war halt echt viel dabei, bei dem man sich gedacht hat, Mensch, das hätte auch von der KI geschrieben werden können. Und dabei rede ich nicht von der Entität aus Mission Impossible 7. Ich meine, tatsächlich, wobei, die hätte das auch schreiben können. Ja, deswegen für mich ein Film, ein emotionsloses Filmjahr fast schon. Oder zumindest ein Jahr, wo die Emotionen so ein bisschen gefehlt haben in den Filmen selber. Nicht nur durch Bilder, durch den Ton, sondern auch durch Dialoge und Charaktere. Dementsprechend wünsche ich mir für das nächste Jahr so ein bisschen dann, dass das wieder zurückkommt, dass wieder mehr Filme kommen, die zumindest mich begeistern. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Dementsprechend nächstes Jahr hoffentlich mehr Emotionen, mehr Kino-Feeling auch und mehr Lust ins Kino zu gehen, weil die Filme halt auch einfach gut sind. Und zumindest für mich gut sind. Und weil die einen halt auch eventuell wieder überraschen. Dementsprechend, ja, das war das Jahr 2023. Wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Filmjahr fandet. Was sind eure Lieblingsfilme? Habt ihr da irgendwelche Favoriten? Schreibt es mir gerne unten rein. Vielen Dank nochmal an meine Gäste natürlich, an Tobi, an Long Cultures, an Jesse, Little Red Rum, an die gute Kaya und natürlich auch an Matti. Beim Film gibt es noch eins zu sagen, da wollen wir mal nicht blasphemisch werden. Ja, Jason Momoa ist natürlich der beste Schauspieler und dementsprechend wäre eigentlich Aquaman auf meiner Nummer 1, aber den habe ich noch nicht gesehen. Aber steht natürlich ganz safe auf meiner Liste und ist eigentlich der beste Film, aber ich habe ihn ja leider nicht gesehen. Meine Jungfrau Mann und Blauberschwube. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, nächstes Jahr habt ihr wieder Lust mitzumachen. Dementsprechend auf ins Jahr 2024. Macht es gut. Bis zum nächsten Jahr. Ciao.